und töten die Ratte. Genau. Nein, eigentlich wollte ich. Na toll. Ich hole der Kopf jetzt nicht weiter runter. Und er tut es. Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Ja, also mein Plan war. Ach, da ist noch eine Ratte. Schade eigentlich. Dann können wir es vielleicht nochmal machen, falls noch eine Wache hochkommt. So eine Mine hier auf so eine Ratte zu packen und dann mit der Ratte zu diesem guten. Zu diesen beiden Leuten dahin gehen. Und dann wäre die Mine ausgelöst. So habe ich das mal auf YouTube gesehen. Ja. Hat der irgendwie so einen tollen Schlüssel? Ach Mensch, Laborschlüssel. Hier brauchen wir noch einen Hausschlüssel, oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Dr. Galvanis Labor. Na toll. Haben wir hier Ratten? Jawohl. Denn jetzt... Beherrschung ist gar nicht ganz cool. Dann kann man jetzt nämlich hier so... Ohio und so und dann Attacke, hoffentlich führt das jetzt auch hier durch. Und dann sind wir irgendwo hier und hier dürften dann die Ratten eingeweihte sein, oder? Ja. Kann ich das irgendwie abbrechen? Nee, doch. Uah. Lecker. Jetzt haben wir hier noch Münzen. Und Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Sehr spannend. Kann ich nur empfehlen, dieses Buch. Und was haben wir hier? Aha. So eine geheime Bücherwand oder was war das? Gibt es hier sonst noch was zu holen? Im Schränkchen vielleicht. Oh, ein ganz normal X hier. Ach so. Ah. Wüsste immer gern, wo ich hätte das jetzt sehen können und wie ich das Rätsel hätte lösen können. Was haben wir hier noch? Rot ist gut. Glas brauchen wir glaube ich nicht. Sowas ist auch immer gut. Die Seuche? Das ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Die Seuche. Seit über einem Jahr studiere ich nun schon diese verfluchte Seuche. Habe tausende von Ratten gesammelt und seziert. Aufgrund ihres kurzen Fortpflanzungs- und Reifezyklus war es möglich, mehrere Generationen zu züchten. Starke Tiere scheinen selbst immun gegen die Seuche zu sein, oder sie übertragen sie auf Mitglieder ihrer eigenen Spezies, möglicherweise durch Milben. Das Blut der Ratten erzählt eine differenzierte Geschichte und erlaubt mir Rückschlüsse auf die Anzahl der Generationen, die eine Rattengruppe mit der Seuche gelebt hat. Noch bleibt eine quälende Frage. Die Ratten, die in den ärmsten Elendsvierteln der Stadt zu finden sind, besitzen die ältesten Seuchenstämme. Diejenigen, die in der Nähe des Wassers und des Hafens leben, einem Ort, an dem fremde, seuchenbeladene Ratten in unsere Stadt einfallen würden, tragen jüngere Stämme in sich. Könnte das bedeuten, dass die Ratten auf bislang ungeklärte Weise in die Slums gebracht worden sind? Ich werde meine Forschung weiterführen. Auf jeden Fall bin ich der lebende Beweis, dass Sokolovs Elixier und Pieros Arznei sehr effektiv gegen die Seuche schützen. Wenn man nur genug davon nimmt. Okay. Machen wir das doch gleich mal. So. Haben wir jetzt nicht so viel über die Seuche erfahren, wie ich dachte, aber auf jeden Fall irgendwie, die wurden anscheinend so heimlich hereingeschleppt in die Stadt von irgendwelchen Feinden vielleicht. Könnt ihr mal das Telefon hören? Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korianders Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Ja, da hätte ich das Buch gar nicht lesen müssen. Hätte einfach nur zuhören müssen. Das könnt ihr dann wieder selber lesen.
wenn ihr wollt. Und ich würde mal sagen, wir gehen zu Lumpengräfen. Nein, wir müssen das irgendwie noch da irgendwo reinkippen, oder? Wo ist denn hier der Pfeil? Da irgendwo. Ins Destilliebezirk müssen wir also. Na dann. Weil ich mal ratte, dass wir hier mal schleunigstens. Ach, guck mal, die ist abgehauen. Toll, am Mana verschwendet. Das ist jetzt irgendwo hier. Hui. So, hier ist die Tür nach draußen. Und ab zum Clevering Boulevard, oder wie das Ganze heißt. So, wir müssen in die Old Dunwall Whisky Destillerie. Sind die noch irgendwo? Da haben wir einen. Ich würde sagen, wir machen es so wie eben. Da glitzert was. Fällt mir gerade so auf. Und der da unten singt, What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Und so weiter. Darauf. Was haben wir hier? Und ein Büchlein. Das Ende von Black Sally. So. Dann wollen wir mal. Wo ist denn der Kerl gerade? Oder wo guckt denn der Kerl vorhin hin? Kennt man ja, wenn man skillt wäre, mal so ein. Genau, einen Falkenangriff. Vollführen. Was? Ah, okay. Oder zu. Puh, das war ganz schön knapp. Hoffentlich sind diese Kerle da in der Mülltonne nicht mehr zum Leben erwacht. Was ist denn jetzt los? Mein Fernseher stellt sich gerade, ohne irgendwas zu sagen oder dass ich irgendwas gesagt habe, lauter. Ihr seht das zwar nicht, glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest, aber es blendet sich gerade links oben da so ein. Naja, ich lasse ja eh das Headset laufen. So, ja, wir wollten ja eigentlich da unten wollten wir hin, genau. Bisschen noch was zu futtern, wir hätten gar nicht den ganzen Elixier aufräumen. Sag mal. Wie nervt das gerade? So, jetzt ist es weg. Nee. Was soll denn das jetzt? Na egal, ich versuche das zu ignorieren. Und wir gehen mal zur Old Dunwall Whisky Destillerie. Ach, da sind die ganzen Schläger bestimmt drinne. Diese Feuerspucker da. Ja, wir sind doch hier schon in der Old. Ach, guck, Kacke. Können wir hier vielleicht. Oh. Jawohl, wir können. Ah, die reden vom Slackjaw, da war irgendwas in diesem komischen Buch da von Black Sally. So, wo muss ich denn hin? Da kann ich weiter. Ach, da sind zwei Rohre, dann geht das ja. Kann ich hier einfach runterspringen. So. Läuft so gut wie mein Glücksspiel. Tja,
So. Missionshinweise aktualisiert. Ach komm. Das passt doch schon. Kriegen wir doch wohl hin, da irgendwas hinzuschmeißen. Okay, hier ist keiner. Bis auf die Ratte. Könnt ihr mal mit Nachtsicht mal gucken, wo und wer hier überall ist. Scheint nur einer zu sein. Oh. Hm. Ich glaube, der hört das dann und macht ihn vorher kalt. Betäubung. Ach, da sind noch zwei. Na super. Und da kommt auch noch wer hoch. Sind hier wie was? Hä? Wieso zeigt er denn mir das nicht an, wenn da wer ist? Ist er denn jetzt immer noch bewusstlos, der Kerl? Oder wurde er aufgeweckt? In Metal Gear Solid zum Beispiel wurden die ja dann auch, verdammt. Ach guck mal, da oben ist auch noch so ein Rohr, fällt mir kurz so auf. Da könnte man sich vielleicht drauf teleporten mit... War da so eine Kette? Wo bist du? Der ist so laut, ist ja hier ganz in der Nähe. Mach nochmal die Nachtsicht an. Ja, der zeigt mir nur den da an. Wieso zeigt er mir die da hinten nicht an? Bin ich zu weit entfernt von denen oder wie ist das? Ach guck mal, den zeigt er mir jetzt auch an. Ach, wenig. Ja, siehst mal. Hä? Da unten geht es anscheinend noch was unter mir. Haben die es jetzt mal? Ja, aufgepasst. Stell dich mal wieder schön da an, oder? So. Hoffen wir, das funktioniert. Sonst sind wir jetzt gleich tot. Ah, toll, funktioniert nicht. Nein, 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 nein. Und wir haben keine Dings mehr. Und da sind wir tot. Na, super. Ich hoffe mal, wir sind jetzt nicht allzu weit zurückgefallen. Ne, wir sind mal schon mal in der Ult, dann wohl Distillerie. Ah, guck mal, wir sind hier noch drin. Du betrittst feindseliges Gelände, ja, das weiß ich auch selber. Wir könnten uns ja vielleicht... hier runter teleportieren. Wir klettern einfach hier runter, auch gut, ne? Wow. Der wird uns nicht sehen. Ach du Scheiße. So, könnt ihr gar nicht werfen. Oh, können sie doch. Ist das doch mal, Mensch. Okay. Und zwar kommt jetzt hier sowas. Nein.
Gibt's hier irgendwo Brot oder sowas? Ach du Kacke, das war glaube ich nicht so gut für mein Chaos-Level und ich glaube, ich werde das ganze Welt auch noch ins Verderben stürzen am Ende. Direkt hinter dieser Tür. Ich hoffe mal, mit einem guten Elixierapparat gibt es auch noch ein paar Elixiere für mich. Ich habe eine Idee, das muss jetzt sein. Wo ist denn hier zu Ende nochmal? Kommt jetzt hier hoch? Das wäre natürlich noch schlechter überhaupt. Das Schlechteste, was es jemals mir hätte geben können, wäre Skillens einfach das da. Ah gut, dann haben wir schon ein bisschen mehr Leben. Oh oh. Nein, 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 lass mich in Ruhe! Immerhin haben wir das jetzt schon mal überlebt. So. Ah. Komm. Nein, Kupferdraht, das war auch gut. Explosive Flasche. Nein, weg damit. Los, weg damit. Muss denn nur irgendwas zu futtern geben? Die Seuche haben wir schon gelesen. Hemlock ist hin. Nein. Ja, leere Flaschen. Okay. So, wo müssen wir denn hin? Wo ist denn hier der Pfeil da unten? Aber hier oben ist irgendwo doch noch dieses Knochengerät, Knochenartefakt-Gedöns. Da oben auf dem Balken. Damit komme ich jetzt wahrscheinlich nicht da hoch, ne? Vielleicht jetzt hier oder hier. Ne, sieht wohl schlecht aus. Generalschlüssel der Destillerie, die haben doch bestimmt alle diese Kerle da gehabt, oder? Du doch bestimmt. Ne, der hat natürlich nicht. Toll. Ratte, komm mal her. So, machen wir das einfach so. Ja. Was ist das? Ah, scheiß drauf. Befestige eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Öffne das Ventil in die gefüllte Flasche, wiederholen, bis der Tank leer ist. Machen wir das doch mal. Er kann ihn noch einmal machen. Wo muss das jetzt ran? Da. Elixier erstmal selbst brauen, bitte. Weil ich bin hier gerade am Verrecken. Haben wir hier noch irgendwas? Dann können wir vielleicht noch was. Jetzt können wir das da mitnehmen. Nee. Gut, jetzt müssen wir das dann noch vergiften hier. Ja, noch nicht, würde ich eigentlich erstmal kommen. Hier muss noch irgendwo irgendwas liegen. Jetzt können wir die Exio-Kunden lesen. Nächste Lieferung: Familie Tuba, 4 Rationen, Familie Kremling, 3 Rationen, Familie Bräden, 5 Rationen, Golden Cat, 2 Kisten. Bitte lief Armenhaus, 1 Kiste, Ed Knack, 1 Einheit, Luther, 1 Einheit, Black Sally, die ist doch schon tot, dachte ich, 2 Kisten. Griff, Zahlung ausstehen, dachte ich, der, ne, der uns das alles verkauft hat, das Zeugs. Trace Flannery, 2 Rationen, Familie Pratchett, 5 Rationen, Nelly und Morris Sullivan, 2 Rationen. Ja, die werden wohl alle sterben, leider. Und leider auch der sehr sympathische Händler da. Kommen wir jetzt hier wenigstens raus? Nein. Kommen wir hier irgendwie... Jetzt müssen wir nur noch irgendwie an den Ratten da vorbeikommen, die sich das so schön um die Leichen formatiert haben, die uns so schön den Weg versperren.
Hemlock-Essenz nochmal. Ein paar leere Flaschen haben wir hier überall. Na, ja, das brauchen wir jetzt nicht. Na, super. Da tummeln sie sich schon alle. Rezept für Craxton. Ich komme morgen vorbei, um eine neue Lieferung anzusehen. Diesmal solltest du eine Hose anhaben. Um dich nach dem Rezept richten. Pass auf, ein Teil von Sokolovs Elixier, ein Teil Bienenwachs, zwei Teile Zuckerwasser. Das war's. Je mehr du von einem echten Zeugs reinlässt, desto weniger kannst du verkaufen, desto geringer ist mein Verdienst. Ach so, die strecken das Zeugs. Ja. Was haben wir hier? Aha. Wie? Okay. Können wir nicht den da wieder zwischenstecken? Hallo? Ich muss mich noch ein bisschen umschauen. Derweil. Sieh mal an. So. Leckere eingelegte Walfleisch, Kugeln, Sprengmine, Granate. Haben wir auch noch nicht gehabt. Aber wir bleiben erstmal mit Betäubungsbolzen. Hier noch drinne. Mana-Elixier und Kugeln. Hallo. Wieso will er das Mana-Elixier denn nicht nehmen? Haben wir genug oder wie? Doch, geht doch. Und hier noch eine Granate. Ja. Ist die Frage, wie kommen wir hier wieder raus?